Let's go. So, und wie kann man jetzt Dinge noch krasser machen? Also beispielsweise Bauernhäuser, indem man sie nochmal upgrade, also indem man sie nochmal ausbaut oder was? Genau, die du noch bitte noch nicht upgraden, Erik. Nein, du siehst jetzt, wissen. Du kannst jetzt auf dem Bauernhaus klicken oder das Upgrade-Ding auswählen. Und dann siehst du überall, wo upgraden kannst, ist so ein Upgrade-Pfeil drüber, wenn du das Upgrade-Symbol auswählst. Ja, bereit für Ausbau. Genau. Aber das machst du jetzt noch nicht. Das machst du noch nicht, weil das wären dann Arbeiter. Das Problem ist erst noch. Die geben andere Arbeitskraft. Genau. Das Problem ist, wir möchten als erstes jetzt unsere Bauern mal zufrieden kriegen. Das heißt, wir möchten jetzt als erstes mal Bier brauen. Nicht Bier, Schnaps, Alter. Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Guck mal, jetzt hast du so eine Wimmelbildaufgabe gekriegt. Jetzt musst du was suchen wahrscheinlich. Ich hab's weggeklickt. Wie? Wilde Tiere in der Stadt. Ach, Julia, mach du mal. Nein, das machst du jetzt. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab den Wolf schon. Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einem Schnaps bekommen. Geil, 20 Schnaps. Das boostet uns jetzt ein bisschen, weil der. Darf ich das selber trinken? Nee. Das trinken die jetzt alle weg. Aber es ist instant gone. Ja, es ist instant gone. Like, Erik, guck mal, du kannst jetzt. Du musst jetzt mal bei den Bauernhäusern gucken, was die noch wollen, alles. Neben den Bedürfnissen, die jetzt alle erfüllt sind, um das Haus abzugraden, gibt es noch ein Zufriedenheitsdings. Moment, ein Raster. Jungs, warum denn 5 von 10? Was ist da los? Was, Zufriedenheit oder was? Ja, hier sind 6 von 10 oder 5 von 10. Warum denn nur 6 von 10? Ja, weil guck mal, geh mal auf Zufriedenheit. Weil es noch nicht alle eingezogen sind. Neue Häuser, die müssen erst einziehen. Die müssen sich erst reproduzieren, ja? Und das sind, ist ja geil. und die sind nicht 100% zufrieden, deswegen ziehen nicht alle ein. So geil, unsere Bilanz ist auf fast 200. Ja, Erik, das ist nichts. Nee, weil wir Schnaps haben. Ja, ist nichts. Okay, lass Kartoffelfelder bauen. Bitte, Erik, ganz kurz. Wichtig, der Bauer, den könntest du jetzt zwar upgraden, aber ja. der ist jetzt zufrieden, weil wir Schnaps haben, ne? Also guckst mal bitte in dem Bauernhaus und dann nicht bei Bedürfnissen, sondern bei Zufriedenheit. Ja. So, und dann siehst du, Schnaps ist gerade da, deswegen kriegen wir so viel Geld. Und jetzt brauchen wir aber auch noch ein Wirtshaus. Das musst du jetzt bauen. Arsch ziehen oder was? Hm? Nichts. Nee, damit die einfach zufriedener sind, brauchst du ein Wirtshaus. Dann kriegst du mehr Income und die Stufe drüber nachher ist auch zufriedener dadurch. Also in Geben mehr Geld. Genau, mehr Geld. Je zufriedener Leute bist du, mehr dort, oder? Geld kannst du aus ihnen raus. Guck mal, wenn du draufklickst auf das Ding, siehst du so das Dunkelblaue, ja? Das ist super erfüllt. Das Hellblaue ist nicht so toll. Aber wir brauchen sowieso zwei, also das eine, wenn du es hinten dann nochmal hinsetzt, dann passt es schon. So wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Okay. Oder das Markthaus machen vielleicht. Können das Markthaus. Na, wir lassen das so. So, jetzt kannst du es mal upgraden. Das kannst du schon mal upgraden. Boom. So, jetzt guck mal, unser Money schnellt in die Höhe. Income-mäßig. Oh Gott, Alter. Weil jedes Haus jetzt mehr Income gibt. Das im Range von dem Ding ist. Deswegen baut man die als erstes, bevor man Schnaps baut. Ich wollte nur mit Schnaps anfangen, weil ich gern mit Schnaps anfange und Chris dann meistens die Kleidung macht. Ja. Ist so, es ist wirklich so. Und das Wirtshaus bauen wir einfach hin, das baut irgendwer. So, und jetzt können wir daran denken, Schnaps zu bauen, Erik. Ja. Der baut hier schon wieder die Stadt aus. Chris dann baut der Chef rein noch hin. Das ist aber totally fine. Man nennt es Vorplanung. Genau, man nennt es Planung. So, das, was ich jetzt einfach mache. Deswegen ist es ein Strategiespiel. Ach, Tristan, komm. So, was soll ich jetzt machen? Eigentlich Schnaps, aber ich mach, glaub, Schnaps. Nee, lass mich mal. Ich will. Ah, nee, komm, Julian, für die Tradition, komm. Ich will Schnaps machen. Mach du Schnaps. Danke. Das Schnaps ist halt relativ aufwendig. Erik, du kannst. Du kannst schon mal gucken, wo man eine Feuerwehr hinbauen. Muss in die Stadt rein. Dort. So.
Wie sieht das denn mit der Range aus? Ich will die Range sehen. Wenn du draufklickst, siehst du es. Nee, eben nicht. Das ist ja das Ding. Ja, weil es nicht mit dem Weg verbunden ist. Die muss mit dem Weg verbunden sein. Ach so, stimmt. Damit du die Range siehst. Wir brauchen sowieso mehr wie eine, glaub mir. Oh, ja, oder? Du brauchst. Warte, ich guck mal. Ich weiß nicht, wo du. Warte, ich spring mal zu dir. Ja, ich würde die jetzt wahrscheinlich drehen, so rum. Und, oder wahrscheinlich, nee, achso, du hast die da unten noch eine gebaut. Ja. Ja. Also prinzipiell habe ich ja nichts gegen. Also ich würde die eine so andersrum drehen und dann einen Querweg hinbauen, damit die Range ein bisschen besser ist. Also du musst ja außen rumlaufen, weißt du? Mhm. Also so ist, also ich würde jetzt nur die ausbauen, wo wir gerade brauchen, Erik, natürlich. Also, ja, wo willst du den Konto von der anderen Insel hinsetzen? Da wo das Schiff steht eigentlich, das ist am nächsten. Okay. Flaggschiff steht zu Diensten. Soll ich die eine Feuerwehr jetzt ausbauen? Niederlassungen. Wie behältst du da nur den Überblick? Konto habe ich gerade ausgebaut. Nein. Soll ich das die Feuerwehr ausbauen? Ja, auf jeden Fall ausbauen. Also die eine halt, ne? Jetzt siehst du so ein so ein Dings drüber, so eine Sanduhr. Sanduhr. Und da das braucht jetzt halt ein bisschen bis Feuerwehrleute ausgebildet. Genau. Der eine hämmert ja in so einem Topf rum. Wunderbar ist nett. Das Wasser drin, ey. Julian, das Wasser drin, ey. Ja, lass es doch sein. Erik ist eine Frau, die Stadt rennt und rumglitscht. Ach, verdammt. So. Schnabes. Darf ich eine zweite Fischerei bauen? Ja, darfst du. Kannst ja im Konto gucken. Wir haben zwar genug Produktion, aber du darfst gerne eine zweite bauen. Fisch kann man nie genug haben, das ist dann nie. Irgendwann schon, weil die Leute keinen Fisch mehr wollen, aber... Ja, aber... Von dem sind wir noch weit entfernt. Weit weg. So, eins. Zwei. Was ich mache im Vergleich zu Tristan, ich baue, aber das ist jetzt Spielstyle-mäßig nur relevant, Erik. Ich baue zum Beispiel so Farmen wie Kartoffelhöfe, baue ich immer ziemlich an Rand, weil die Felder überall platzieren kannst. Okay. Also die was ist überall? Die haben halt unendlich Range, was du, wo die Felder platzieren kannst. Die müssen halt, aber die können halt, du kannst sie halt genau an, also ganz bis an den Rand bauen, so gut wie es da geht. Darf ich das bei dir unten einmal und einmal ausbauen? Darfst du machen. Aber bau gleich ein Lager aus und so aus. Weshalb die Nase rümpfen vor der Kartoffel? Ja, und jetzt hast du uns gleich wieder, weil wir Schnaps gebraucht. Die Wirtschaft ist dazu da, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Mehr nicht. Du musst an allem rummeckern. Deswegen spielt man nie dem Anarchisten DLC. Also du musst wissen, Erik, der Anarchist ist unser Endgame-Gegner, ja? Ja, der ist richtig hart. Richtig hart. Ja, nicht richtig hart, aber... Doch, er hat Semin. Rissan hat Semin. Ja, das reicht. Ja, er hat Minen. Aber, wir wissen jetzt, wie man, dass man gegen Minen macht, deswegen. Ja, okay, das Tauchboot, ne? Geht das? Nein. Sterben Linienschiffe. Einfach so. Nein, man nennt es nicht U-Boot, man nennt es Tauchboot. Ja. Ist das nicht dasselbe? Nein, ist es nicht. Nein. Das U-Boot taucht unter Wasser. Das Tauchboot ist ein Boot, das oben Fährduchglocke hat. Das ist mit der, die es dann also, zu Wasser lässt. Ja. Genau. Du wusstest es nicht. So. Jetzt weißt du es. Ja, genau. Das ist true. Ich weiß, nein. Also das ist nur in dem Game so. Da heißt es Tauchboot, aber... Ja. Wollen wir noch ein zweites Kartoffeldings ausbauen?
Ah ne, wir haben kein Holz. Oh, ja, Gott. Ich habe gerade Holz ausgebaut. Ich guck gerade, wo ich auf der zweiten Insel die Stadt hinbaue. Hier war doch ganz toll. So, Erik, guck mal auf die zweite Insel. Ich habe einfach die komplette City rüber. Auf welche? Auf der Minimap. Auf der Minimap sind wir pink. Das ist gut auffällig, das habe ich extra gemacht, ne? Weil pink fällt auf schwarz nicht so. Also, wir haben jetzt schon eine zweite Insel angesiedelt, ne? Und ich habe einfach die komplette Stadt einfach mal rüber kopiert. Weil es geht. Wir müssen nicht mal Handel treiben. Oh, guck mal. Für den Fall der nee, wir machen das nicht, oder? Warum das so gemein? Nö. Weil das kostet uns 10.000. Wenn die uns 10.000 gezahlt hätte, hätten wir das gemacht, Erik. Ich probier gerade zu finden, wo unsere zweite Insel ist. So, du kannst theoretisch links auf meine Position auf der Welt springen. Ach ja, moin. Er baut erstmal eine Stadt. Und du kannst. Also, ich kann es auch so pingen, ne? So. Okay. Soll ich mal so ein zweites Schnapsdings aus? Ich weiß nicht, ob es kannst schon notwendig ist, aber. Kannst du machen. Wenn Tristan sagt, kann ich machen, dann mache ich's. Ja, kannst du. Ich hab nicht in den Markt ins Lagerhaus gerade geschaut. So, was ich jetzt aber noch mache, ist das nochmal wegreißen, ganz kurz. Dann mache ich nämlich erst Fischerhütten hin. Und so ein. Was macht man mit diesem Schiff? Man kann auch rumfahren und ihn besiedeln und handeln und Leuten, okay. Die du auch siehst. Das heißt, auf der. Ich erkläre dir jetzt einfach mal, ja, was die Karte erklär ist. Erklär Minimap, also, genau. Jeder Spieler hat eine eigene Farbe. Ja. Und Inseln, die diesem Spieler gehören, haben ebenso Markierungen. Ja. In dieser Farbe drauf. Ja, genau. Eigentlich ganz normal. Sind da an einiger Stelle noch so auf der Karte so Nebelfelder, wenn du da hinspringst? Wo noch so dunkelgraue Flecken auf der Karte sind. Du musst ihm erklären, wo die Minimap ist, Tristan. Ja. Ich glaube, er weiß schon, wo die Minimap ist, oder? Okay. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Unten links ist die Minimap. Und da sind wir eben noch nicht mit dem Schiff durchgefahren. Okay. Aber deswegen so sehen wir da noch nichts. Das nennt man Nebel des Krieges. Ich weiß nicht, wie weit du mit Strategiespielen bewandert bist. Und dann gibt es auf der Karte auch neutrale Parteien. Die haben so kleine Inseln. Ich weiß nicht, du kennst den Seitenreiter, wo du zu Positionen von anderen Spielern springen kannst, oder? Ja. Dann spring einfach an meine Position jetzt, gell? Ja, du bist bei uns, glaube ich. Nein, bin ich nicht. Ja, ist wahrscheinlich, weil ich das... Achso, ja, moin. Ja, moin. Genau. Das ist ja, das Emporium Exodique. Bisschen größeres Schiff. Und ja, das ist, genau, und da ist ein Stern drüber, wie du siehst. Ja. Oh, ja, und das zeigt an, dass eine Aufgabe da verfügbar ist. Benötigt deine Dienste. Das kannst du jetzt zum Beispiel machen. Jetzt wird dir das ist eine Abholaufgabe, genau. Das sagt dir, was du dafür bekommst. 2200 Münzen. Du kannst jetzt einfach mal machen. Genau, mach ich. Nimm einfach mal annehmen. Hoffe, ja. Du findest es aufregend. Ja, ja. Und jetzt hast du diesen seitlichen Reiter und auch ein Aufgabenbuch. Das ist das Ganze. Ja, sehe ich. Da wird es angezeigt. Ja, und jetzt, wie mache ich das jetzt? Jetzt gehst du zurück zur Insel und wählst das Schiff aus. Du kannst auch ein Fenster drüber ziehen, indem du Lilith gedrückt hältst und dann so einfach. Ja, ich gehe mit links dich drauf. Mhm. Jetzt siehst du auf der Minimap, dass oben ganz, also ziemlich Norden von der Karte, ein Stern. Ja. Und das ist das Ziel von der Aufgabe. Okay, kannst, ja. Mit Rechtsklick kannst du das Schiff jetzt kontrollieren. Und dann fährt es dahin. Wenn du da Rechtsklick drauf, dann fährt es dahin. Genau, alternativ, Tristan, vielleicht kann da auch in die Quest... auf die Quest klicken, dann springst du auch zu der Position, wo du hin musst. Ja. Ich folge dem Schiff einfach mal.
Genau, voll fein. Shit. Gibt ja hier auch sowas Tolles wie F1. Ich fühle ich sehr. Was ist F1? Ja, man kann nämlich damit. Achso, ja, ja, Postkartenansicht. Ja, ja, ja. Schiffskamera. Das ist gut für Thumbnails. Ha, ich. Ach, auch wenn ich. Ja, da aber kannst du einen Screenshot F2, machen, ne? Und dann. Ja, es gibt irgendwie eine Screenshot-Taste? Ja, es gibt es. Weiß jetzt gerade noch nicht aus. Okay, ja. Ich auch nicht. Jedenfalls, die neutralen Parteien, die werden auf der Minimap auch mit unterschiedlichen Symbolen angezeigt. Zum Beispiel ganz unten ist die Piratin, die hat diese Todwasserzeichen, was man vielleicht erkennt. Oh Gott, das sieht ja auch geil aus bei der. Das erklärt auch gleich die Diplomatie noch ein bisschen. Ja, moin, die ist ja erstmal noch ein größeres Schiff. Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Wir haben Zeitung. Zeitung, oh. Julian. Soll ich das machen? Und du erklärst nächstes Mal, Erik, was eine Zeitung ist. Nee, du machst es. Du erklärst jetzt, Erik, was die Zeitung ist. Oh Gott. Also, Erik, blick mal auf das Zeitungsding, was da gerade aufgegangen ist. Ja. Privileg. So, wenn ich irgendwas für da hast du ganz viele tolle Nachrichten, einfach und ich begebe die der jetzt veröffentlichen will, weil er mich gerade voll labert. Da siehst du so Effekte, was die haben, ne? Wenn du da drüber hoverst. Da hast du jetzt zum Beispiel einmal Aufstandswahrscheinlichkeit minus 50 und einmal plus 25. Es wird sich jetzt aufheben gegenseitig und Zufriedenheit plus 5. Ja. Unten hast du ein Lektorieren-Band. Ich klicke da mal da kurz drauf auf Lektorieren. Glücksfall nach dem endgültigen Bruch. Da hast du jetzt in dem Fall momentan noch relativ wenig zur Auswahl. Das kostet immer ein bisschen Einfluss. Den kriegst du wieder, wenn die Zeitung vorbei ist. Also nicht schlimm. Okay. Also wenn wir jetzt sagen, wir möchten gerade mehr Income, weil wir irgendwie negativ sind oder sowas, durch unsere Häuser, dann würden wir jetzt das Konsumverhalten beeinflussen von denen. Oder wir möchten mehr Zufriedenheit oder wir möchten einfach einen negativen Effekt, der zum Beispiel da ist, die plus 25% Wahrscheinlichkeit an Aufständen, die möchten wir einfach nicht haben. Dann tauschen wir es halt aus und lektorieren das. Das gefällt manchen mehr, manchen weniger auf der Map, also an KIs. Ich würde die jetzt tatsächlich so veröffentlichen, weil... Achso, ich mache die unten die automatische Veröffentlichung mal aus. Oder ist es jetzt... Es ist, glaube ich, schon aus. Also jetzt würde ich so veröffentlichen, weil einfach sich das gegenseitig aufhebt, Erik. Okay, also soll ich auch veröffentlichen klicken? Genau, einfach auf veröffentlichen klicken. Ich dann. Und dann ist die Zeitung veröffentlicht. Was immer du von ihnen und er mag uns zum Beispiel, weil wir die Wahrheit getrunken haben. Der Dr. Hugo. Aber Diplomatie macht gleich Tristan. Ne, Tristan. Alles gelöscht. Kann mir jetzt bitte jemand sagen, warum es durchaus gefährlich werden kann, mit dem Schiff rumtuckern? Piraten. Ja, wir haben noch keinen Krieg mit ihr, aber... Ja, aber Diplomatie... Erklärt dir Tristan gleich die Diplomatie, okay? Ja, wir warten jetzt erst, bis das Schiff an dem Ziel... Genau. Bei der Ware im Meer angekommen ist und dann... Erklärt Tristan dir Diplomatie. Ja. Heißt unser Schiff Schmutzfink. Benenn es halt um, Tristan. Erik... Wähl das Schiff mal an. Ja. Und dann siehst du oben den Namen. Das heißt Schmutzfink. Wait, wo? Schiff anklicken. Da ist das Schiffsmenü. Wo fährst du denn hin? Keine Ahnung, ich mach gar nichts. Wir wollen das Ding einsammeln. Da steht im Schiffsmenü, steht, dass es Schmutzfink heißt. Und das kannst du anwählen. Also, siehst du es? Wir haben das Ding eingesammelt. Das siehst du ja jetzt. Besserer Name, oder? Genau. Genau, fantastic. I love it. Jetzt siehst du ja das. Wie hat das genannt? Guckst du dir nicht an. Ich will es nicht wissen. Das hat das Item ja jetzt aufgenommen, ne? Ja. Und das wollen wir jetzt, wenn du ins Aufgabenbuch reinguckst, gibt es jetzt halt ein Ziel, wo du jetzt hin musst, da kannst du jetzt hinspringen. Ja. Und da springst du jetzt mal hin. An den Zielort von dem Ding. Da bin ich. Genau. Und da fährst du das jetzt hin. Da siehst du jetzt den Fall. Also einfach mit Rechtsklick das Schiff dahin steuern. Gott.